So, Friendos, was geht's? Der Apps am Start, Freunde, das ist die nächste Folge FIFA Mobile 21. Ja, Leute, ihr habt schon gesehen im Titel und habt, ne, Leute, Road to Schweinsteiger, Teil Nummer 3, Leute. Ich werde euch heute zeigen, wie weit ich bei Schweinsteiger bin. Auf jeden Fall werde ich heute noch Punkte einlösen, ne, Bundesliga-Punkte, sowohl auch noch Serie A-Punkte. Also, Leute, es geht auf jeden Fall heute wieder ab. ja, aber ich würde sagen, wir fangen an mit der Frage des Tages und die kommt heute von dem Michael Ehren, Leute. Er hat geschrieben, Frage des Tages, wen findest du besser, Haaland oder Lewandowski? Also, der beste Spieler von der Bundesliga oder aus der Bundesliga in der Saison hat er irgendwie Haaland bekommen, ne? Keine Ahnung warum. Aber ich finde aktuell, dass noch Lewandowski besser ist, Leute. Natürlich in ein paar Jahren ist natürlich Haaland besser. Also Haaland, seine Zeit kommt auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren. Also wir werden, wie gesagt, noch viel von Haaland hören. Punkt. ja, also ich finde Lewandowski noch ein bisschen besser. Aktuell, Leute. Weil Lewandowski ist ja nicht mehr der Jüngste. Ist auch schon 30, deswegen, ja, also aktuell ist noch Lewandowski der bessere Spieler in meinen Augen. Genau, Friendos. Er ist ja nicht umsonst der beste Stürmer der Welt, ne? Aktuell. So, ich würde sagen, wir kommen in die Serie A, Tots, Leute. Serie A ist ja, wie gesagt, draußen. Es gab ja schon das erste Pack-Opening. Und es wird morgen auf jeden Fall, Leute, die nächsten Packs geben, ne? Es gibt morgen, gibt's einfach sagenhafte 6 Look-In-Bonus-Packs, ne? Plus noch die Reservespieler-Packs, ne? Leute, es gibt noch 5 geile Reservespieler-Serie-A-Packs, ne? Also seid auf jeden Fall gespannt, ne? Und morgen ist garantiert ein 90er-Plus-Spieler mit dabei, ne? Heide Witzka! Es kann Muriel sein, es kann Cassie sein oder auch Martinez oder Barella, ne? Also mal schauen, wer morgen drin ist, ne? Morgen am Start sein, Leute. So, Hauptmenü haben wir noch irgendwie... Genau, wir können noch mal einmal hier ein Skillspiel machen. Das werden wir nochmal schnell machen, Leute. Und danach würde ich sagen, gehen wir fix in die Serie A rein, Leute. Und gucken gleich mal, wie viele Serie A-Punkte ich denn gerade zur Verfügung habe. So, zack, Leute, der ist drin. Der ist drin. Und so, weiter. So, genau, da sind die Punkte. Die Serie A-Punkte. Genau, Leute, ich würde sagen, ich habe jetzt hier 4300 Punkte am Start, Leute. Und ich brauche ja, wie gesagt, oder man braucht ja generell 4000 Punkte, um die Tots-Tickets freizuschalten quasi. Genau, Leute. Wir werden auf jeden Fall mal die ganzen Belohnungen uns jetzt abrufen hier, Leute. 20.000 XP, Erde Münzen sind ja am Start. Genau, Friendos. Und vor allem, es gibt ja auf jeden Fall einen krassen Maldini, ne? Prime-Icon Maldini. Heidewitzka, sage ich dazu nur. Heidewitzka, ne? Genau, Leute. So, wir gehen weiter. Mit dem Spieler hier, Leute, mit 3 Goldspielern sind ja auf jeden Fall am Start hier, am Schlüsselvanissel. Was? Wir ziehen einfach mal hier Ibrahimovic? Heidewitzka. Wir ziehen hier Ibrahimovic, der schwedische Gott, Leute. Ich sag's euch, der schwedische Gott. Der ist brutal. Der ist einfach brutal, Leute. In 3, 4, 5 Jahren werden wir eine 101er Prime-Icon-Karte von Zlatan Ibrahimovic sehen. Real Talk. So, weiter. Skillboost ist nichts, Leute, hier. Skillboost auf jeden Fall hier. 60 Stück, Leute. 60 Skillboost, nice Hase. Genau. Als nächstes haben wir hier Token, Leute. Wie geil ist das denn? Tot-Token sind ja am Start. Geile Hase, Leute. XP. 25.000 XP sind ja am Start. Als nächstes. Genau. Zackelt die Mackeli. Münzen, Leute. 135.000 Münzen. Sind immer wichtig, Leute. Münzen sind immer wichtig. Und jetzt kommen wir zum ersten Pack, Leute. Also zum ersten geilen Pack. hier ist auf jeden Fall die Chance, einen... stimmt, aus der holländischen Liga, ne? Aus der Eredivisie, Leute. Kann man hier ziehen? Ein Berghuis. Ne, Berghuis, sorry. Ein Berghuis. Der Holländer. Geil. Oder ein 92er Giacomakis. Der Grieche. Oder ein 91er. Oh, blind, Leute. Geil. Also, wie gesagt, wir öffnen dieses Pack jetzt hier. Heidewitzka. Puh, und ich bin gespannt und gehypt, wer jetzt drin ist, Leute. Es ist eh ein 85er. Ich rieche es, ne? Ich rieche es, Leute. Ich rieche es, dass jetzt hier ein 85er Spieler enthalten ist, Leute. Wir drücken drauf. Und wir ziehen einen 86er Rasmussen. Der Däne im Diensten von
Arnheim. Von Arnheim. Naja, okay. Das ist auf jeden Fall der bestimmt zweitschlechteste irgendwie. Mal kurz runterscrollen. Nein, okay. Ja, hier unten auf jeden Fall. Okay, das ist der beste 86er, obwohl es ja nur zwei 86er gibt. Aber na gut, Leute. Also es geht besser, ne? Es geht auf jeden Fall besser. So, als nächstes sind wir am Start 125 Münzen. Skillboost, Leute. Geil. 125 Skillboost als nächstes. So, nein, brauche ich nicht. Will ich mal eigentlich irgendeinen Spieler abholen? Ich brauche eigentlich keinen Spieler. Hernandez 96er? Nee, brauche ich nicht. Ich brauche jetzt hier auf jeden Fall noch 1400. Sind 2500. 2500 sind 3300. Also es würde auf jeden Fall nicht reichen. ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal den Pfad entlang, Leute. Wir gehen den Pfad entlang, ohne uns irgendwelche Spiele abzuholen, Leute, weil ich brauche eh keine U-Tots-Punkte mehr, weil ich die auf jeden Fall schon durch Haaland habe und auch durch den Tots-Pass, Leute. Ich brauche bloß den Tots-Pass und dann habe ich auf jeden Fall die 400 U-Tots-Punkte am Start für den 102er-Spieler. Von daher brauche ich keine Spieler mehr und sowohl auch dementsprechend auch keine U-Tots-Punkte mehr, Leute. Genau, 275.000 Münzen am Start. Hier als nächstes wieder ein Spieler, ein Elite-Spieler ist hier enthalten. Geil, öffnen wir. Öffnen wir, Leute. Und ich bin gespannt und gehypt. Es ist Payet, 91er Plus-Spieler. Alter. Wie heftig ist das denn? Wir ziehen hier im 80er Plus-Spieler-Pack ein 91er Team of the Week. Payet. Ach du heilige Kacke. Animiert sogar noch. Alter. Wie krass ist das denn? Mega krass, ey. Leute. Heftig. Heftiger Hase. Krass. Heftiger Hase, ey. Ich komme nicht drauf klar, ne? Payet. Wie zieht Payet? Ich muss nach dem Video mal schauen, wie viel Payet wert ist auf dem Markt. Krasser Hase. Krasser Hase, Leute. Wir machen weiter mit Skillboost hier am Start. Es sind 250 Skillboost am Start. Genau, Leute. Weiter. So, als nächstes hier Tots Token. 150 Stück, Leute. Geiler Hase. Wie viel habe ich jetzt hier? Ich habe jetzt hier 1300, Leute. Heftig. Heftig, wie viel ich habe. genau. XP am Start hier. Also Ich sag mal so, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich am Ende, Leute, das letzte Pack-Opening wird wahrscheinlich so ablaufen, dass ich drei Community-Packs mache, drei Bundesliga, drei Premier League. Also wie gesagt, ihr wisst schon, was ich meine, von jeder Liga nochmal ein Pack öffne. Das wird wahrscheinlich so ablaufen, ne? Genau, Leute. Und als letztes am Start hier sind 430.000 Münzen, Leute. Wie geil ist das? Und können jetzt auf jeden Fall hier die Tickets jetzt abholen, Leute. Wir können uns jetzt die Tickets abholen, Leute. Wir gehen zum Anfang, Leute. Zack, Leute, das sind die Tickets. Ha, wie geil ist das denn? Und ich werde euch jetzt zeigen, Leute, wie viel ich jetzt noch brauche bis Schweinsteiger, Leute. Weil darum geht es ja eigentlich in diesem Video hier, Road to Schweinsteiger. Genau, Leute, ich habe jetzt hier 1600 Punkte am Start hier. Tickets, Leute, ich werde auf jeden Fall die einlösen hier. Genau, das ist ja eh Latten wie Haken, sage ich jetzt einfach mal. Was man hier einlöst, weil 250 Tickets sind 250 Punkte, sowohl auch 2000 Tickets 2000 Punkte sind, also es ist egal eigentlich, was man hier einlöst, weil man am Ende eh auf dasselbe dann hinauskommt, Leute. genau, auf jeden Fall hier, zackeli mackeli lackeli. Genau, auf jeden Fall im nächsten Road to Schweinsteiger Video werde ich auf jeden Fall meine ganzen Gems einlösen, Leute. Da werde ich die ganzen Gems für Punkte einlösen, Leute, die ich jetzt hier habe, die 8000 Gems. Es kommen auf jeden Fall noch Gems dazu, Leute. Im nächsten Road to Schweinsteiger Teil 4 werde ich auf jeden Fall die ganzen Gems dazu einlösen, sowohl auch die Tots-Tickets, die ich dann zusammen gesammelt habe, quasi. So, auf jeden Fall sind hier am Start noch 250 Tickets, genau, und habe jetzt hier Bundesliga-Punkte, 2600 Stück. Und die werden wir jetzt hier einlösen, würde ich sagen,
für Mats Hummels. Ich habe mich doch dazu entschlossen, mir Mats Hummels zu holen, weil er geil ist. Der wird meinen Lacroix ersetzen, Leute. Der wird meinen Lacroix ersetzen und habe dann noch einen geilen Torspieler am Start hier. Real Talk. Den werde ich haben. Ich werde Hummels haben. Genau, das waren jetzt hier 1100 Skillboosts. Und ich brauche jetzt noch bis Hummels 2000 Punkte. Easy peasy, Leute. Easy peasy. Geil. Ich werde Hummels haben. Real Talk, Leute. Und Leute, ich brauche jetzt hier noch wie viel Punkte für Schweinsteiger? Heute wird's klar. Ich brauche jetzt bloß noch 13.000 Punkte. Um genau zu sein, 12.800. Heidewitzka, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich das noch schaffe, Leute. 12.800 Punkte sind es jetzt noch bis Schweinsteiger. Heidewitzka, Leute. 12.800 bis Schweinsteiger. Schreibt, wie gesagt, mal in die Comments, ob ich das noch schaffe bis Schweinsteiger. Und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt auf jeden Fall morgen wieder alter Frische. Leute, 19 Tage sind es noch und ich brauche 12.900 Punkte bis Schweinsteiger. Ja, da würde ich sagen, möge die Macht mit euch sein. Morgen geiles Pack-Opening. Skywalker.